Tag 6, Folge 6, sofern ich es richtig in Erinnerung habe. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu This War of Mine. In der letzten Nacht wurden wir wieder überfallen, aber es ist nichts Schlimmeres passiert. Anton, unsere Wache für letzte Nacht, hat gute Arbeit geleistet und die Angreifer abgewehrt. Und dazu geht es das Wetter wieder deutlich besser. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Okay, steht zwar immer noch krank und erholt sich. Nahrung ist im Moment das Wichtigste. Wir müssen durchhalten. Das ist vollkommen richtig. Ja, Pavlet darf sich dann auch erstmal was zu essen nehmen. Ne, die hat ja geschlafen. Der Anton hatte Nachtdienst, deswegen genau da aufstehen. Die Svetter muss jetzt leider auch mal aufstehen und ja, der Pavlet darf sich jetzt mal hinlegen, der war ja schließlich auch die ganze Nacht unterwegs. Wir haben zwei Essen in der Falle, die werden wir dann gleich mal neu bestücken. Also haben wir effektiv ein Essen. Denn das eine benötigen wir ja. Genau, um wieder was herzustellen. Und dann schauen wir einfach mal, was wir denn jetzt effektiv noch Schönes herstellen können. So. Eine Falle für Kleintiere schon mal nicht. Ich bin jetzt. Wir können eventuell sogar beides herstellen. Und ups. Na gut, ja, wir stellen die Destille mal. Ja, stell's mal hier in den Keller. Ich finde das so ein kleines bisschen gespenstisch, dass die Bilder hier blinzeln oder irgendwas. Ja, den Kräutergarten können wir, wie gesagt, auch noch herstellen. Und auch das, ja, mache ich jetzt einfach mal. Ja, wir sollten dann aber auch langsam auf einen Ofen sparen. Denn wie gesagt, es wird Winter und dann wird es kalt. Und wenn es in der Wohnung kalt wird, dann werden unsere Protagonisten zu einer Seite natürlich krank. Was uns dann wieder unmenschlich viel Medikamente kosten würde. Und auf der anderen Seite schlägt es natürlich auch auf die Moral, wenn man permanent in der Kälte ist. So, hier brauchen wir zunächst aber erstmal Brennstoffe. Gut, dann nehmen wir mal ein Holz. Okay, die ist jetzt auch schon fertig. Und dann können wir hier schon einen Alkohol herstellen, dann muss die Slada das hier. Oh. Nee, mach erst das mal fertig. Ja, die Svetter, die können wir leider nicht so richtig gebrauchen.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, so hart das jetzt auch klingt, sofern das irgendwie möglich ist, sie mit durchzubringen, ohne die anderen zu gefährden, mache ich das natürlich auch, aber man muss auch einfach sehen, dass es ja nichts bringt, jetzt sie versuchen irgendwie mit durchzubringen und dann dafür noch zwei andere mit draufgehen. Deswegen, wenn jetzt auch das Essen knapp wird, dann würde ich das lieber Leuten geben, von denen wir effektiv was haben, ehe ich es jetzt der Sweater gebe, die, tja, so hart das halt klingt, die halt einfach keinen großen Nutzen für unsere Gruppe hat. Und um die sich einfach die anderen kümmern müssen. So, was können wir denn jetzt hier machen? Für Bandagen benötigen wir einen reinen Alkohol, Kräuter. Ach, das war jetzt die Kräuterwerkstatt, die wir gebaut haben, nicht der Kräutergarten. Okay. Okay. Das hatte ich jetzt natürlich nicht vor, das war jetzt doof von mir gemacht. Aber ja, okay, wenn wir hier zum Beispiel jetzt ein Alkohol hätten, dann könnten wir schon mal Bandagen herstellen. Und Bandagen bringen, glaube ich, schon mal relativ viel. Ja, relativ viel. Wir haben relativ viel Wert, dass wir da relativ viel beim, ja, relativ, dass wir da ziemlich viel beim Handeln für bekommen. Können wir natürlich dann auch noch upgraden, die Kräuterwerkstatt, und dann können wir sogar richtige Medikamente herstellen. Das kostet relativ viel und wir brauchen einen Mixer dafür. Und um den Mixer herzustellen, müssen wir, so viel ich weiß, erstmal die Werkstatt herstellen und genau. Was uns wieder viel mechanische, elektronische Teile kostet, die wir im Moment leider nicht haben und die wir dann, glaube ich, auch ja erstmal für einen Ofen benötigen. So, dann ist jetzt hier also gleich der Alkohol fertig. Tja, wenigstens ist es warm. Noch, mein Freund, noch. Oder trinkst halt den Alkohol, dann wird es auch wieder warm. Jetzt mal noch einen Brennstoff her und leg den mal noch ein, sofern wir da noch genug. Jetzt wird nämlich das Wasser schon knapp. Wir machen das mal so. Einen Filter herstellen, denn wir brauchen unbedingt Wasser. Ich will ja nichts sagen, aber haben wir denn nicht, was? Haben wir denn hier nicht gerade reinen Alkohol hergestellt? Was haben wir denn hier bitte hergestellt? Mal gucken, ob wir das noch erleben. Na komm. Ah ne, wir haben Schnaps hergestellt. Ah, okay.
Tja. Da hatte ich natürlich jetzt einen Denkfehler. So, den Anton müssen wir dann morgen unbedingt auch was zu essen geben. Die Slater steht Wache, plündern, im Bett schlafen, im Bett schlafen. Es ist halt jetzt nur die Frage, wo wir hingehen. Ich würde fast das baufällige besetzte Haus nochmal nehmen. Ja, da gehen wir jetzt einfach nochmal hin. Na gut. Ja, genau so machen wir das. Gehen jetzt nochmal hin, sammeln da nochmal alles ein, was wir einsammeln können. Und nehmen da erstmal die ganzen Teile mit. Sollte ja eventuell relativ schnell gehen. So, können wir theoretisch schon gar nicht alles mitnehmen. Was ich aber noch gerne machen würde, ich würde mir gern den Obdachlosen dahin noch ansehen, denn soweit ich mich noch erinnern kann, macht der jetzt nichts mehr. Also tut er uns nichts. Aber ich würde doch das doch lieber mal auschecken. Genau. Ja, der wird ja kaum so reagieren. Tja. Nee. Der Grischer. Genau. Haben wir aber nicht dabei. Das. Tja. Tut mir sehr leid. Brauchen wir halt aber selber alles. Ist denn da hinten draußen noch irgendwas? Ja, vielleicht. Mal schauen. Na gut, dann war das hier eine relativ kurze Angelegenheit. Da geht er hier auch gleich dahin, Lars. Und, ja, dann sind wir auch schon wieder zurück. Und hoffen mal wieder, dass zu Hause nichts passiert ist. Tag 7. Genau, die Nacht war ruhig. Wir haben halt 10 Holz, 28 Bestandteile. Das Wetter geht es viel besser, wir müssen sie nur etwas im Auge behalten. Na, hoffentlich geht es ja auch diesmal wirklich viel besser, dass wir sie effizient mal mit einbinden können in all die Dinge, die hier gemacht werden müssen. Das sehen wir dann allerdings erst in der nächsten Folge. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank soweit. Ciao.